Bon après-midi, Monsieur Dame, il faut cuisiner. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin. Das ist dieses Buch, ein Buch in serifenloser Schrift. Ich tue mich deshalb schwer mit dem Vorlesen. Es ist ein Berufsschulbuch. Und der Inhalt ist manchmal auch relativ fragwürdig. Ich lese es dennoch vor, denn es ist das Berufsschulbuch und es geht um Umwelt- und Verbraucherschutz. Ist ein bisschen länger. Ich glaube, das ist eine Doppelseite. Umwelt- und Verbraucherschutz. 1. Umweltschutz. Environmental Protection. La protection de l'environnement. Es ist bekannt, dass wir die Umwelt in absehbarer Zeit zerstören, wenn sich unser Verhalten nicht grundlegend ändert. Auf welche Weise belasten wir die Umwelt? Was sind so Sätze? Ich kann damit nichts anfangen. Ich finde es auch schade, dass im Lehrbuch so formuliert wird. Wir verbrauchen unbedacht zu viele Rohstoffe und zu viel Energie. Bestimmte Vorkommen sind in weniger als 100 Jahren erschöpft. Das zeigen uns Berechnungen für die Energiearten Erdöl und Erdgas und zum Beispiel für die Rohstoffe Kupfer und Zinn. Wir schaffen zu viel Abfall oder Müll. Wir schaffen zu viel Abfall oder Müll. Die Abfallmengen, insbesondere die durch überflüssige Verpackungen, sind zwar verringert worden, doch sind noch erhebliche Einsparungen möglich. Durch sachgerechte Sortierung der Materialien ist eine höhere Recyclingquote möglich. Wir belasten die Umwelt durch unser Verhalten. Verbrennungsrückstände aus den Motoren sowie Treibgase gefährden die Luftschicht der Erde. Schwefel aus Verbrennungsrückständen führen zu saurem Regen, der wiederum Wälder und Gewässer belastet. Unkrautvernichtungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel gelangen in Lebensmittel und Trinkwasser und schaden so unmittelbar unserer Gesundheit. Einerseits muss der Staat durch entsprechende Gesetze und Verordnungen Rahmenbedingungen schaffen, die Behörden zum Handeln berechtigen und auch zum Handeln zwingen. Andererseits ist aber auch die Verantwortung des Einzelnen gefordert. Entsprechend den Hauptbereichen der Umweltbelastung kann man unterscheiden. Einsparung von Energie, Recycling, Schutz des Abwassers kommt jetzt gleich. Und dann gibt es noch Umwelt im Zusammenhang. Einsparen von Rohstoffen gibt es hier einen Kasten. Einsparung von Rohstoffen bedeutet Müllvermeidung, zum Beispiel wenn Verpackungsmaterial in Klammern Papier, Kunststoffe sinnvoll eingesetzt, wenn Verpackungsmaterial in Klammern Papier, Kunststoffe sinnvoll eingesetzt wird, Mehrwegflaschen statt Einwegflaschen verwendet oder Nachfüllverpackungen eingesetzt werden. Dann gibt es hier so einen Recyclingkreislauf, Weinkellerei, Hotel, Restaurant. Die haben Altglas und das kommt dann zur Glasfabrik und dann kommen die Flaschen wieder in die Weinkellerei. Einsparung von Energie. Beispielsweise durch vernünftiges Heizen, Absenken der Raumtemperatur um 1 Grad Celsius spart 6% Energie. Richtiges Lüften, kein Dauerlüften, sondern kurzzeitig und dafür mehrmals, in Klammern Stoßlüften. Beachten der Saisonzeiten bei Obst und Gemüse. Der Energieaufwand für Treibhäuser und für lange Transporte ist nicht notwendig. Überlegte Benutzung der Verkehrsmittel. Recycling. Recycling ist ein Wertekreislauf. Wertstoffe werden sortiert und soweit möglich einer Wiederverwertung zugeführt.
Glas fällt in großen Mengen in Form von Flaschen an. Altpapier auf Verpackungsmaterial, jedoch ohne Kunststoffanteile, wird neu aufgearbeitet. Verbrauchtes Fett, zum Beispiel aus der Fritteuse, ist getrennt zu lagern und wird als Sondermüll abgeholt. Speisereste und Lebensmittelabfälle werden am sinnvollsten als Vieh, in Klammern Schweinefutter, genutzt oder in Biogasanlagen verwertet. Ich hole mir mal gerade ein Taschentuch. Gibt es hier einen roten Kasten dazu? Bei der Lagerung von Abfällen ist unbedingt auf Sauberkeit und Ordnung zu achten. Hygiene und damit die Gesundheit ist wichtiger als Abfallverwertung. Also im Zweifelsfall raus in die Tonne. Schutz des Abwassers, Beispiel eine Fettabscheider. Fettreste, die beim Spülen vom Wasser weggetragen werden, kommen in Abflusssystemen mit den kalten Rohren in Verbindung. Sie erstarren und haften an den Wänden. Mit der Zeit würde auf diese Weise der Querschnitt der Rohre immer enger und sie verstopfen. Dafür gibt es den Fettabscheider. Da gibt es auch eine Abbildung zu. Stärkeabscheider halten die von den Kartoffelschälmaschinen freigelegten Stärketeilchen zurück. Stärkeabscheider halten die von den Kartoffelschälmaschinen freigelegten Stärketeilchen zurück. Diese würden sich auf dem Grund der Kanalrohre festsetzen und den Wasserdurchfluss hindern. Richtige Dosierung von Spül- und Desinfektionsmitteln. Jedes zu viel der für Sauberkeit und Hygiene durchaus notwendigen Helfer der Chemie bleibt unverbraucht und wirkt in der Umwelt weiter, dort aber als Belastung. So, Umwelt im Zusammenhang ist so ein Schema. Da gibt es die Umweltbeeinlastung, die ist zum Beispiel Ausbeutung von Energieträgen, Rohstoffen, die wirken darauf ein, beeinträchtigen durch Abfall, Abgase, Lärm. Lösungsansätze sind Einsparung von Energie und Rohstoffen und Entlastung durch umweltbewusstes Handeln, zum Beispiel vermeidbaren Abfällen. Abfälle vermeiden, bei nicht verwertbaren Abfällen den Müll sortieren in nicht verwertbaren Restmüll und wiederverwertbare Rohstoffe, das ist Altglas, Altpapier, Altfett, Altmetall und Speisereste. Und bei Einsparung von Energie und Rohstoffen gibt es vernünftiges Heizen, sachgerechtes Lüften, Beachten der Saisonzeiten bei Lebensmitteln. Und Rohstoffeinsparungen, zum Beispiel die Verwendung von Mehrwegpackungen, Verzicht auf überflüssige Verpackungen. So, es geht dann weiter mit 2 Verbraucherschutz. Tschüss.